Willkommen zu einer neuen Folge Kümmerst Leib. Ja, meine Lieben, vielen, vielen Dank für 2000 Abonnenten. Ja, meine Lieben, vielen Dank für 2000 Abonnenten. Ich bin hin und weg, wie schnell das jetzt doch gelaufen ist. Und ich sage euch eins, es gibt keine 3000 Abonnenten-Verlosung, es gibt dann erst wieder eine 5000 Abonnenten-Verlosung, weil sonst komme ich ja gar nicht hinterher mit den ganzen Verlosungen. Und ich habe ja gesagt, ich mache den Schleim, den ihr euch aussucht. 52% haben für ein Fluffy Slime geworden mit 52%. Bevor wir mit der Verlosung beginnen, starten wir jetzt natürlich erstmal mit dem Schleim, den ich jetzt live hier im Video mache. Viel Spaß, los geht's und Daumen hoch! Ja, und Daumen hoch! Wir wollen ja in unserer Verlosung einen großen Fluffy Slime machen, weil umso mehr Schleim es wird, umso mehr können natürlich gewinnen. Das heißt, wir adden jetzt erstmal unseren Kleber. Da es ein Fluffy Slime wird, kommt dann natürlich noch Rasierschaum dazu. Der riecht schon ein bisschen lecker. Als nächstes kommt unsere Bodylotion dran, weil der soll ja auch geschmeidig werden. Als nächstes kommt unser Rasierschaum. Ich benutze hier diesen leckeren, total geilen Bilou Slime und der riecht so lecker. Boah, der riecht so genial. Cherry Kiss. Das heißt, wir müssen noch nicht mal mehr ein Duftöl dran machen, weil der ja so schon übelst gut riecht. So, dann werden wir das Ganze mal verrühren. Verrühren. Umrühren. Hashtag umrühren. Hashtag verrühren. Weil sich immer so viele darüber aufregen. Und letztens hat einer in die Kommentare geschrieben, dass das Wort umrühren, was ich immer so schön sage, von Tupperware kommt, also von Tupperware. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Es riecht so gut. Also ich gehe davon aus, dass es jetzt locker so, ja, ich denke mal 5-6 Schleime könnten rauskommen. So, als nächstes kommt unser Natron. Und ich finde, wir sollten noch mal ein bisschen Rasierschaum dran machen. Der Bilou Slime, der ist irgendwie ein bisschen eingegangen. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen normalen Rasierschaum dran. Weil ich glaube, dass der Rasierschaum eine cremigere Konsistenz hat wie der Bilou-Schaum. Der ist ja zum Duschen und der Rasierschaum ist natürlich zum Rasieren. Deswegen nehme ich auch lieber eigentlich Rasierschaum. Mit dem Rasierschaum sieht das nicht. Mit dem Bilou-Schaum sieht das nicht unbedingt. Als nächstes kommt unsere Farbe. Wir machen einfach mal einen violetten. Das ist übrigens schwarz. Scheiße. Wir machen einen violetten. Jetzt saue ich mich natürlich schön ein. Super. Das war natürlich auch wieder schlau. Man kann nie genug Farbe dran haben, Leute. Ah, halb mit eingesaut, aber ist ja egal nicht. Hier am Griff klebt es auch. Klebt es überall. Okay, rühren wir das Ganze jetzt also rum. Ich hoffe, man kann das sehen. Oh, schön lila. Mmh. Jetzt kriege ich ein bisschen Bock auf Joghurt, Leute. Jetzt aktivieren wir natürlich unseren Schleim noch und machen unsere Schaummasse zu einem schönen Fluffy Slime. Salagadusa, di-di-di-di-di-bippidi-babbidi-busch. So, jetzt wird das langsam schön zäh hier. Wir lassen ihn jetzt noch ein paar Minuten spielen. Sag mal. 1, 2, 3, 4. Wir lassen ihn jetzt noch ein paar Minuten stehen, damit sich die Komponenten noch ein bisschen vermengen können und ein bisschen entwickeln können. Und dann werden wir noch ein bisschen nachbessern. So. Also bis gleich. So, falls ihr euch eigentlich schon gefragt habt, wer hier in der Ecke sitzt, das ist Tabby, beziehungsweise liegt. Wir rufen sie mal. Tabby! Tabby! Ich würde sagen, wir ärgern sie einfach mal.
Ich glaube, sie will schlafen. So, jetzt geht's hier aber weiter. So, das heißt, wir werden das Ganze jetzt mal auf den Tisch machen. Dann mal raus mit unserem Schleim. Wow, haben wir nicht einen wunderschönen, großen, mega Schleim gemacht? Der braucht hier noch ein bisschen. Es artet hier echt in Arbeit aus, ich sag's euch. Aber was tut man nicht alles für ein schönes Video? Oh, dann ist schön, Leute. So, es klebt auch nicht mehr ganz so stark. Also es gibt noch so manche Stellen, die kleben noch extrem. So, aber das ist nicht ganz so wild. Wir machen nämlich jetzt den ganzen Klebekack hier ab. Unser Highlight, die Perlen. Machen wir mal ein schönes Loch in die Mitte und dann geht's los. Wie geil, Achtung, warte, ich zeig's euch mal. Scheiße, es geht nicht. Boah, ist der schön. Der ist so schön bunt und so viele schöne Perlen. So, jetzt kneten wir das nochmal schön ein alles. Und ich finde, wir sollten noch welche dran machen. Boah, ist der nicht toll geworden? Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr freut euch auf die Verlosung. Die wird es, ich hoffe, die Tage jetzt irgendwann geben. Ich weiß noch nicht. Jetzt füllen wir das Ganze natürlich noch in Bechern ab. Ich habe jetzt hier mal 5 Stück. Und dann gucken wir mal, ob so viel Schleim wird oder mehr oder weniger. So, war ich doch gar nicht so schlecht mit 5 Bechern. So, jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen was raus, dann kriegen wir sogar 5 Becher hin. So, das setze ich ja jetzt noch ein bisschen. Und es gibt 5 Gewinne bei meiner Schleimverlosung. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen mit dazu. Das heißt, ich habe mir noch ein paar Sachen einfallen lassen, die ich bei euch mit ins Päckchen rein tue. Boah, und diesen absolut geilen Kirschgeruch. Ja, diesen Schleim könnt ihr gewinnen. Die Verlosung wird es dann jetzt irgendwann geben als nächstes Video. Das nächste Video wird also das Verlosungsvideo sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Und jetzt sehen wir uns wieder zur Verlosung der 2000 Abonnenten. Woohoo!